Die chinesische Regierung hat Alibaba hart rangenommen. Ist die Alibaba-Aktie trotzdem ein Kauf oder gibt es vielleicht andere Aktien, die von der Schwächung von Alibaba jetzt profitieren könnten? Darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Ich weiß schon, was Sie jetzt denken. Es geht heute um chinesische Aktien, also verkleidet er sich vermeintlich als Chinese. Ha, 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 ist jetzt aber schon ein bisschen billig, oder? Aber es geht um was anderes. Das hier war ein Sketch von Helmut Schleich. Eigentlich eher eine Franz-Josef-Strauß-Parodie, sowas macht er auch dauernd. Ein Strauß-Sohn als afrikanischer Diktator. Naja, aber dafür hat er sich eben schwarz angemalt. Der Inbegriff inzwischen von übelstem Rassismus. Die Medien waren empört, es haben sich viele dazu geäußert, entsprechend, dass sowas absolut nicht hinnehmbar ist. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass dafür beim Bayerischen Rundfunk jetzt auch jemand gehen muss. Ich bin durchaus der Meinung, dass wir gegenüber anderen Kulturen noch sehr herablassend sind oft. Habe ich in anderen Videos auch schon gesagt so. Und dass wir darüber auch mal nachdenken sollen. Aber ist sowas hier Rassismus? Ich habe auch schon mal Blackfacing betrieben, einmal als Sternsinger. König Melchior zu sein, das war eine große Ehre und ich habe das auch nur einmal in meiner Laufbahn geschafft. Und genauso ist es ja auch meistens gewesen, wenn man im Fasching ein Indianer war oder ein Scheich. Auch das inzwischen absolut verpönt übrigens. Wir haben das aber natürlich nicht gemacht, weil wir Indianer doof fanden, sondern weil wir welche sein wollten. Genauso wie die anderen, die dann vielleicht als Biene Maya gegangen sind, das waren ja auch keine Bienenfeinde oder sowas. Was ist zum Beispiel mit unseren Freunden in Südwestdeutschland? Cannstatter Wasen, sage ich da nur. Da werfen die sich alle in Dirndl und Lederhosen, verkleiden sich als primitive Vollalkoholiker, sprich als Bayern. Warum darf man das noch? Das ist herabwürdigend. Oder was ist mit Männern, die Frauen sein wollen oder aussehen wollen wie Frauen? Ist das frauenfeindlich? Gut, aber ich rede mich hier langsam um Kopf und Kragen. Lassen wir das mal beiseite. Fangen wir an mit Alibaba. Alibaba. Das letzte Video dazu habe ich gemacht Mitte Dezember. Ich habe damals gesagt, naja, teuer ist die Aktie nicht mehr. Ich sehe sie jetzt eher wieder positiv. Und damit bin ich auch nicht in ganz schlechter Gesellschaft. Im ersten Quartal zum Beispiel, wie man gehört hat, ist Charlie Munger eingestiegen bei Alibaba. Charlie Munger, der langjährige Geschäftspartner von Warren Buffett, hat 165.000 ADRs gekauft, Gegenwert zurzeit fast 40 Millionen Dollar. Das ist da ein Jahreschart in Dollar. Von der Kursentwicklung her, da ist seit meinem Video im Dezember jetzt nicht so viel passiert. Vorher, bis zum Herbst, bis Ende Oktober, da ist die Aktie durchgehend gestiegen. Der Himmel hing voller Geigen. Der große Börsengang der Ant Group stand bevor. Ant Group gehört ja Alibaba zu 33%. Der größte Börsengang der Welt bis dahin. Alle waren begeistert. Aber wie Sie wissen, das IPO ist dann abgesagt worden, plötzlich von der chinesischen Börsenaufsicht. Ein Riesenschock. Und in den Wochen darauf ist auch klar geworden, dass die Ant Group mit Alipay, ihrem Bezahldienst, dann mit der Vermögensverwaltung, dann vor allem eben auch mit dem Konsumkreditgeschäft, dass die nicht mehr dieselbe sein wird wie vorher. Dass sie ausgebremst wird, dass sie viel strenger reguliert wird. Darum ging es dann auch hauptsächlich in meinem Video damals. Aber die Aktie hat sich nicht mehr viel bewegt, wie gesagt. Anders war es von der Nachrichtenseite her dann, da kam es dann ja Schlag auf Schlag wirklich. Es hat schon damit angefangen, dass Jack Ma, der Gründer von Alibaba, dass der erstmal verschwunden war, vermeintlich. Da haben viele das Schlimmste schon befürchtet.
Und dann kam ja auch die Internetregulierung, die immer strenger geworden ist. Also nicht nur Regulierung für Fintechs, sondern für Internet. Und das speziell auch ja bei Alibaba. Man hat schon das Gefühl bekommen, die letzten Monate, Peking hat Alibaba jetzt ganz besonders auf dem Kieker. Es ging da erstmal um Entflechtung und Alibaba ist ja einer von den Mega-Technologiekonzernen in China, genauso wie Tencent. Und da hieß es dann von Peking, ja die Machtkonzentration und die Marktmacht, die sei einfach zu groß. Alibaba soll Beteiligungen abstoßen, im Medienbereich vor allem. Da dürften jetzt im Raum stehen Weibo, das ist eine große Chat-Plattform, eventuell auch die South China Morning Post, eine sehr gute Zeitung aus Hongkong, die von Alibaba kontrolliert wird. Das ist jetzt aber noch offen, diese Dinge. Und dann eben auch das berühmte Thema Monopolbildung und unfaires Geschäftsgebaren. Wenn man jetzt zum Beispiel seinen Partnern im E-Commerce sagt, ihr wollt bei uns dabei sein, dann dürft ihr aber keine anderen Partner haben. Oder dass eben von den Alibaba-Diensten immer nur man weitergeleitet wird auf andere Alibaba-Dienste, aber eben nicht zu den Diensten der Konkurrenz. Das sind ja alles Themen, die kennen wir von uns zu Hause auch im Internetbereich. Betrifft nicht nur Alibaba auch, sondern da sind 30 große Internetkonzerne vorgeladen worden und entsprechend auch angemahnt worden von Peking. Aber Alibaba hat es eben besonders hart getroffen. Es gab eine Strafe von 2,8 Milliarden Dollar neulich. Rekordstrafe war das. War auch ein Warnschuss natürlich für alle anderen. Und dann haben wir auch noch das Thema die Listings in den USA, das ja auch immer noch im Raum steht. Und wenn man das alles zusammennimmt und bedenkt, was da so passiert ist jetzt, hier nochmal da ein Jahreschart, dann kann man wirklich sagen, dafür hat sich die Aktie wirklich nicht so schlecht geschlagen die letzten Monate. Und was auch ganz interessant war, als das jetzt rauskam mit dieser Rekordstrafe, da hat die Aktie sogar einen Sprung nach oben gemacht, ist kurz danach gestiegen, zwischenzeitlich um 9%, obwohl fast gleichzeitig auch die neuen Regularien rausgekommen sind für die Ant Group. Und mit diesem Kurssprung da haben die Marktteilnehmer eigentlich gesagt, ja, alles nicht so toll natürlich, aber wir wissen jetzt erstmal grob, woran wir da sind bei Alibaba und es hätte ja auch noch schlimmer kommen können. Wer profitiert von dem Ganzen? Es gibt Analysten, die sagen, das goldene Zeitalter der chinesischen Technologiegiganten sei vorbei jetzt. Da könnte man natürlich auf die Idee kommen, wenn die Großen so stark reguliert werden, dann haben die Kleinen wieder mehr Chancen. So ist es ja auch gedacht von Peking. Ich werde da aber vorsichtig als Anleger, weil bei vielen kleineren Internetanbietern, da war es bis jetzt so, dass man sich oft gedacht hat, wenn die jetzt nur schnell genug wachsen, dann steigt irgendwann mal auch Alibaba da ein oder Tencent. Es gab ja auch fast nichts, wo die nicht eingestiegen wären. Das war ja auch teilweise schon fast Größenwahn, was die da alles gemacht haben. Aber jetzt werden die da vorsichtiger sein. Sie können das auch nicht mehr so ohne weiteres. Und die Fantasie, die es dadurch eben auch für die kleineren Anbieter gegeben hat, für die kleineren Werte, die fällt dadurch natürlich teilweise weg. Und das Zweite ist, die Marktmacht von den Großen, die ist ja immer noch da. Und wir wissen, wie das im Internet ist. Größe ist da eben meistens schon entscheidend für eine Erfolgsentscheidung. Und die Großen werden dadurch jetzt nicht unbedingt so geschwächt, dass jetzt automatisch die Kleinen alle besser hochkommen. Wer wirklich geschwächt worden ist, das war die Ant Group, also der Finanzbereich. Ich habe das ausführlich behandelt im letzten Video. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, so wie die Ant Group bis jetzt gearbeitet hat, dass es vorbei. Also Fondsprodukte rausballern, Konsumkredite rausballern, das alles unreguliert und in einem riesigen Umfang, das geht so jetzt nicht mehr. Ist einfach so. Die Ant Group muss jetzt diese wichtigen Bereiche mehr oder weniger voneinander trennen, also den Bezahldienst, das Kreditgeschäft und die Anlageprodukte. Und sie wird eine regulierte Finanzholding jetzt. Und für die Richtlinien, die dann gelten, da braucht es ein Eigenkapital von mindestens 31 Milliarden Dollar. Und davon profitiert der Wettbewerb, wie man so hört.
Also die Kreditanfragen an die Ant Group, die können alle gar nicht mehr bearbeitet werden und bedient werden. Die Kunden wandern jetzt ab zu anderen Portalen. Anbieter wie 360 Digitech und Lexin Fintech und wie sie alle heißen. Hier haben wir einen Chart von Lexin Fintech die letzten 6 Monate. Bei den anderen ist es auch fast parallel gelaufen. Also im Januar, Februar, da sind die ganzen Aktien nach oben geschossen. Als man gemerkt hat, wie hart die Ant Group da jetzt rangenommen werden dürfte. Inzwischen ist es aber so, dass das Ganze schon wieder erodiert. Weil erstens, die Konkurrenz ist hart in dem Bereich. Und zweitens, das regulatorische Risiko, das hat ja nicht nur die Ant Group, sondern das haben diese Betreiber eben auch. Und als Anleger muss man da höllisch aufpassen, was das betrifft. Auch wenn einem die Aktien von diesen kleinen Kreditportalen da immer angepriesen werden, als die super günstig bewerteten Wachstumsschnäppchen. Mein Favorit in dem Bereich, Lufax Holding. Werden in New York gehandelt, sind da an die Börse gegangen im Oktober. Der Chart hier, der ist von der Seite von Reuters. Auch Lufax ist so ein chinesisches Finanz- und Kreditportal. Auch Lufax ist unter Druck gekommen, die Aktie, seit Februar wegen Regulierungssorgen. Aber hinter Lufax steht der chinesische Versicherungskonzern Ping An. Und die kommen mit der chinesischen Finanzregulierung relativ gut zurecht. Das KGV auf einen erwarteten Gewinn dieses Jahr, das liegt bei 14. Auch Lufax ist eine spekulative Aktie, würde ich sagen, aber meiner Meinung nach jetzt nicht ganz uninteressant. Aber der eigentliche Profiteur von diesem Regulierungsschlag gegen den Fintech-Bereich in China, das ist und bleibt der klassische chinesische Bankensektor. Die damals immer gesagt haben, die Plattformen reißen uns das ganze Geschäft weg, weil wir streng reguliert sind und die nicht. Die profitieren jetzt, und dabei ganz besonders eine Bank, das ist die China Merchants Bank. Hier da ein Jahreschart in Hongkong-Dollar. Die meisten chinesischen Bankaktien sind zwar billiger, aber die leben hauptsächlich vom Geschäft mit Großkonzernen. Und die China Merchants Bank, die ist von den chinesischen Großbanken die einzige, die explizit stark auf Privatkunden setzt. Also Kreditkarten, Hypotheken, Finanzprodukte und so weiter. Das macht die Aktie gerade interessant. Sie ist teurer als andere chinesische Bankaktien. Das KGV liegt ungefähr bei 11. Ich würde sie trotzdem noch kaufen. Es ist eine stabile Bank. Der Konsumkreditmarkt in China wächst. Und es gibt eben eine gute Chance, dass der Anteil an diesem Markt, der Anteil der China Merchants Bank, jetzt auch wieder wächst. Jetzt sagen Sie, das hätte er uns ja vorher auch sagen können, also bevor sie dann im Januar da nochmal hochgesprungen ist. Haben wir ja im Zukunftsmärkte-Report am 22. Dezember, wo es um China-Banken gegangen ist und wo es auch genau um dieses Thema Fintech-Regulierung gegangen ist. Diesen Report, den habe ich hier angepriesen wie Sauerbier. Und ich werde unsere Reports auch in Zukunft anpreisen, weil sie nämlich gratis sind, weil jeder sie lesen kann, jeder kann sie bekommen. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de und schon kriegen sie von uns regelmäßig eben Reports mit zusätzlichen Analysen und mit zusätzlichen interessanten Märkten und interessanten Aktien. Der nächste Report ist auch schon in Arbeit, also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, schnell noch anmelden. Der Link dafür ist auch hier nochmal unter dem Beitrag. So oder so, ich glaube aber immer noch, dass auch Alibaba noch eine interessante Aktie ist. Die Ant Group wird es in Zukunft auch noch geben. Sie wird auch kapitalisiert werden entsprechend, da bin ich mal sicher. Sie wird eine große Rolle spielen, auch in Zukunft. Allein Alipay hat ja schon 730 Millionen Nutzer. Und der ganze Rest von Alibaba natürlich, das ist ja auch nicht ohne. 50% Marktanteil immer noch im chinesischen E-Commerce. Dann über Lazada, die Marktführerschaft im E-Commerce auch in Südostasien. Dann das Cloud-Geschäft, das wird auch immer größer, das wächst stark, kommt jetzt auch in die schwarzen Zahlen, das wird sich auswirken. Unzählige andere Beteiligungen, auch Halbleiterbereich, auch künstliche Intelligenz, dann ein sehr starker Logistikbereich und.
Also die Super-Euphorie ist jetzt natürlich vorbei, aber die Marktposition, die ist immer noch fantastisch. Und wir kriegen das Ganze jetzt mit einem KGV momentan von unter 24. Das ist für so ein Unternehmen wirklich nicht mehr viel. Alibaba wird sicher keine Kursrakete in nächster Zeit, weil die Unsicherheit natürlich immer noch groß ist. Aber es könnte sein vielleicht, dass wir in ein paar Jahren sagen, Mensch, damals, als die chinesische Regierung da so richtig draufgeschlagen hat bei Alibaba, da wäre man ja noch günstiger reingekommen. Ist jetzt eine persönliche Vermutung von mir, aber ich finde es nicht ganz abwegig. Okay. Und was meine Kostümierung jetzt betrifft, die ein bisschen albern ist, ich hoffe, Sie wissen, ich bin der Letzte, der jetzt hier jemanden kränken will mit irgendwas. Ich werde mich auch nicht 20 Jahre lang mit dem asiatischen Markt beschäftigt haben, weil ich der Meinung wäre, man sollte sich über die Asiaten lustig machen oder sowas. Nur wir haben hier gerade leider bei uns unseren eigenen kleinen Kulturkampf. Es interessiert mich persönlich sehr, wie Sie das alles sehen, also so Dinge wie Blackfacing, Yellowfacing, was ich mir ja noch verkniffen habe heute. Aber sagen Sie mir dazu Ihre Meinung unten, egal auch welche Hautfarbe Sie haben, ohne Ansehen von Rasse, Herkunft und Geschlecht. Und noch mehr freue ich mich natürlich über jeden, der nicht nur kommentiert, sondern der meinen Kanal auch abonniert. Damit unterstützen Sie mich und dafür kämpfe ich dann hier als Gegenleistung weiterhin für die Freiheit der Kunst. Das höchste aller Güter, gerade hier auf YouTube. Und wenn Sie sich anmelden, dann auch immer die Glocke drücken, dann sehen Sie auch, wenn neue Videos von mir da sind. Den komischen Hut und den Bart, den gibt es übrigens bei Alibaba. Und zum Schluss kriegen Sie jetzt hier von mir noch eine über 2000 Jahre alte chinesische Börsenweisheit. Konfuzius sagt, wer billig gibt und teuer kauft, der hat am Markt bald ausgeschnauft. Alles Gute Ihnen und wie immer herzlichen Dank fürs Zuschauen.